Hallo und herzlich willkommen bei 500 to Moon. Heute einmal ein etwas anderes Video. Ich habe mich heute durchgerungen, nachdem im Discord-Channel immer wieder davon gesprochen wurde, doch Fotos zu posten von den Offices, von den Walls, bei denen man arbeitet, vom Arbeitsplatz. Heute einmal ein offizielles und erstes Roomtour-Video. Also Roomtour in Anführungszeichen, es ist eher eine Lagertour und ihr seht hier schon ein paar Sachen. Das ist ja das, was ihr meistens auch in meiner Wochenrückschau seht. Die Wand heute natürlich noch ein bisschen besser aufgeräumt, aber alles in allem natürlich überhaupt nichts aufgeräumt. Ein Riesenchaos. Es tut mir leid, ich bin wirklich nicht mehr dazu gekommen aufzuräumen. Genau das ist das, was euch jeder Schweizer sagt, wenn ihr auf Besuch kommt. Bei mir nicht. Ich habe heute extra für euch aufgeräumt. Und wenn ihr denkt, oh mein Gott, das ist für ihn aufgeräumt. Ja, ich habe ab und zu Chaos in meinem Office. Im Moment habe ich das Licht gedimmt oder ausgeschaltet, um euch einfach mal die Stimmung zu zeigen mit den Lichtern, die ich installiert habe. Ich hätte noch ein Aurora Lichtpanel, das habe ich momentan noch nicht angeklebt. Ich werde jetzt dann gleich das Licht einschalten, jedenfalls einen kleinen Teil, ich hätte dann noch mehr und werde ein bisschen etwas über mein Lager erzählen. Hier sieht man meinen Office-Arbeitsplatz und da vorne sieht ihr eigentlich die richtige Lagerbeleuchtung, wie sie wäre, wenn sie voll brennen würde. Ihr seht schon, der Bildschirm Cyberpunk-mäßig, das ist ja genau mein Thema, auch die beleuchtete Tastatur passend zu den Hintergrundbildern, wie auch die Samurai Cyberpunk Mausmatte. So, jetzt werde ich ein bisschen mehr Licht machen und euch mein Lager von nahem zeigen und auch ein bisschen was erklären. Es ist eine kleine Momentaufnahme von meinem Lager. Ich werde auch gleich ein bisschen von meinen Waren erzählen. Vielleicht mache ich dann wieder mal so eine Roomtour und dann kann ich ja schauen, wie sich das Lager verändert hat. Hier am Anfang von meinem Lager sehen wir Kartons. Ich glaube, die gehen mir im Moment nicht aus und das sind alles gebrauchte Kartons. Hier hinten noch mehr. Viele von Freunden, Verwandten und Bekannten bekommen. Ich habe dann auch noch gekaufte Kartons, vor allem Maxi-Briefe. Dann hier hinten haben wir noch Verpackungsmaterial. Gehen wir einmal ins erste Regal rein. Hinten sind gekaufte Kartons, die ich aber im Moment nicht brauche. Dann haben wir hier ein paar private Projekte, die nichts mit meinem 500 to Moon Shop zu tun haben. Dann drehen wir uns einmal auf die andere Seite. Das kennt ihr ja jetzt schon, das habt ihr schon gesehen im Bild. Das ist mein Arbeitsplatz, an dem ich sehr oft Pakete packe, Bricklink-Bestellungen einschweise. Der Tisch steht normalerweise viel weiter links eigentlich. Ja, genau, das, was ihr ja in den Wochenrückschau-Videos oft von mir seht, hier in der Mitte. Das ist ja ungefähr die Sicht, die ihr oft habt, ohne den oberen Teil. Heute zeige ich euch auch einmal den oberen Teil. Und ja, der Tisch steht normalerweise ein bisschen mehr links, habe ich heute extra weggenommen für die Room- und Lagertour. Für alle Freunde aus dem Discord werde ich jetzt meine Wall mit den Sammlungen für mich ein bisschen näher präsentieren, ein bisschen näher darauf eingehen. Nachher zeige ich euch meinen Officeplatz, wo ich oft arbeite und dann den Rest vom Lager. Beginnen wir oben. Das ist eine Ausgabe von Just Imagine Batman Stan Lee mit einer Originalunterschrift von Stan Lee auf der Innenseite. Dann haben wir hier ein paar Souvenirs vom Frühlingserwachen, Tasse von Let's Brick, die Bricks House Frühlingserwachen, Steinwand. Kommen wir ein bisschen weiter nach unten. Ihr wisst ja, ein Space-Fan. Jetzt seht ihr auch wirklich einmal, warum der Name 500 to Moon und die Space-Sachen, also zum Beispiel die Saturn-V-Rakete hier, ein paar andere Space-Sachen noch bei mir privat zu Hause auch am Stehen. Dann geht es hier weiter mit dem Everyone is Awesome. Ich bin ja ein Fan von den monochromen Minifiguren. Dann haben wir hier unten ein paar Projekte, der große Caterpillar, den ich gerade am Kontrollieren bin, ein Mond, der leuchtet, dann ganz neu hier die
monochromen Space-Figuren, alle die es gibt. Einzig die violette Figur, der fehlt im Moment noch einen violetten Arm. Den habe ich jetzt aber über Pick-A-Brick, über Xani, also sprich Jenny, bestellt. Oben der exklusive Keychain, das war ein Geburtstagsgeschenk von einem Kollegen. Dann gehen wir ein bisschen weiter, haben wir hier in einer Vitrine die Apollo-Mondlandefähre, klar als Space-Fan. Dann hier das Space-Diorama und die Sonnenfinsternis, ein Geschenk von Jenny zum Geburtstag. Hier unten zwei original verpackte Blacktron-Set, eines wirklich noch original von früher. 17 Franken hat es mal gekostet in der Migros, also sprich ein Einkaufszentrum in der Schweiz. Was ich dafür bezahlt habe, ich glaube, ich habe es mal erwähnt, also das kostet fast eine Niere. Dann die große Minifigur, eine Tasse, die schwarze Ritterburg, die steht zum Verkauf, falls jemand Interesse hat, also vielleicht ist die bei der nächsten Roomtour nicht mehr dabei. Dann eine Uhr, ähnlich wie sie auch Brick Care hat, und der Migros Eistee. Diesen Eistee gibt es nur in der Migros. Ein Mock von Brickchester, den wir nachgebaut haben. Dann haben wir oben eine Minifiguren-Vitrine. Und da werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Falls es euch interessiert, warum ich diese Minifiguren in der Vitrine habe, könnt ihr es unten in die Kommentare schreiben, dann mache ich mal ein separates Video zu den Minifiguren, warum genau diese und wieso diese Anordnung. Gehen wir weiter zu den Moonswatches, eine Schwäche von mir, ja, die Moonswatches, logisch passend zum Thema To the Moon, das ist ja auch meine Mission, Road to Omega, ich möchte ja die Omega Moonwatch. Nicht die Moonswatch, sondern die Moonwatch. Im Moment fehlen mir noch ein paar zur Vervollständigung. Also zum Beispiel die Earth fehlt mir noch. Welche fehlt noch? Es gibt noch mehr. Die blaue fehlt noch. Wir haben Merkur, wir haben Venus, die Erde fehlt, wir haben Mars. Dann fehlt die Jupiter, die Saturn, die Uranus haben wir, die Neptun fehlt und die Pluto haben wir hier. Dann haben wir Lego Minifigure. Das Buch von da ist der orange Spaceman und das Collectors Buch, das habe ich zusammenbekommen mit dem Collectors G-Cane, das war ein Bundle. Dann haben wir hier oben viele Sets aus meiner Kindheit, die ich mit Bricklink restauriere. So bin ich übrigens auch ein bisschen zu Bricklink gekommen. Ich wollte eigentlich eine Teileliste haben für meine übrigen Teile, wollte die eigentlich katalogisieren, wollte das über Bricklink machen, merkte dann, man muss ein Store haben für das und dann habe ich dann halt kurzerhand einen Bricklink-Store eröffnet und das alles so iconic Sets aus meiner Kindheit, die ich tatsächlich auch hatte, zum Teil noch nicht ganz vollständig und dank diesem Müllauto bin ich vielleicht Gebäudereiniger geworden, wer weiß es schon ganz genau. Hier unten in der Box ein Set, das noch nicht ganz vollständig ist. Dann der Diesel Daredevil und hier oben ein sehr altes Lego-Set. Leider die Schachtel nicht mehr schön, aber nicht aus meiner Kindheit. Dann eines der besten Sets, das Lego jemals auf den Markt gebracht hat. Das war mein absolutes Lieblingsset als Kind, darum auch neu restauriert. Mit dem habe ich wirklich sehr oft gespielt. Kommen wir, bevor wir zum Shop von Bricklink kommen, zu meinem Office. Hier jetzt hier ein bisschen dunkel, ich kann das Licht von hier oben nicht steuern. Ich zeige euch mal mein Regal of Shame. Da haben wir hier alle Sachen, die eigentlich noch zum Ausschreiben sind. Also zum Beispiel diese Sachen habt ihr ja sogar in der letzten Wochenrückschau gleich mitbekommen. Wer die geschaut hat, ganz neue Waren. Dann hier Sachen für in den Bricklink Store. Hier unten auch vieles, was in Bricklink sollte oder noch katalogisiert werden. Viele Minifiguren und Minifiguren-Zubehörteile. Auch hier Minifiguren-Zubehör. Dann hier Sachen, das ist schon ausgeschrieben, da habe ich schon Gebote auf Ricardo. Lego zum Ausparten, Minifiguren. Dann haben wir hier meine Händewaschstation, da ich hier oben kein Wasser habe. Wenn ich zum Beispiel Bricklink Sachen packe zum einmal Hände waschen, eine Händedesinfektion. Dann
Hier unten kommen wir schon ein bisschen zu Sachen, die ich schon online habe. Das sind diese Puzzles und Gesellschaftsspiele, sowie die Disney-Lego-Figuren, die Feuerwache und hier unten noch eine ganze Umverpackung von diesen Figuren. Dann haben wir hier meine Computerbildschirme, mein Brudi, der Salamander, der mich oft begleitet, Tastatur und wie schon vorhin gezeigt, meine Mausmatte. Auf dieser Seite meine Office-Ablage mit Schere, Stiften und so weiter. Hier alles Sachen, die online sind, in verschiedenen Lagerkästen beschriftet mit LK1 bis LK12, damit ich die Waren finde. Manchmal schichte ich um und vergesse dann die Sachen neu zu beschriften im Warenlager in der Tabelle. Dann suche ich dann ab und zu, wobei mit 12 Kästen die Übersicht im Moment noch stimmt. Dann haben wir hier oben meine Farbpalette für Bricklink, inklusive dazugehörige Liste, eine Teileliste und eine Längentabelle für Technikstangen, wobei unterdessen habe ich auch so eine Messschablone, mit der ich die Stangen messen kann. Gehen wir weiter zu meiner Bricklink Used Wall. Hier ist alles gebrauchtes Lego. Ihr seht ziemlich genau, wie viel das gefüllt ist. Also ungefähr, ich sage mal, 2/3 sind gefüllt. Also wir können das ja schnell zählen. 6, 9, 10, 11 Kästen sind gefüllt von 18. Also mehr als die Hälfte sicher schon voll. Leider weiß ich nachher nicht mehr so genau, wohin mit weiteren Kästen, weil ihr seht, das passt ziemlich genau in dieses schon bestehende Regal. Das war schon hier und nachher wird es dann schwierig. Hier unten habe ich jetzt noch angefangen mit Alit-Kästen auch noch. Dann haben wir hier ein paar private Sachen. Diese große Kartonkiste ist von mir privat. Und viele Lego-Teile auch schon vorbereitet für Bricklink, halbwegs ausgepartet, zum Teil schon in Bechern drin. Dann hier sicher ein Teil von meinem Hauptlager. Wir haben hier verschiedene Waren wie Funko Pops zum Beispiel, Lego, Mega Constructs. Das war zum Beispiel etwas von den Palettenwaren, die ich geholt habe. Genauso wie das Super Mario war auch von dem Palettendeal. Und dann verschiedene Lego-Sets, entweder zum Ausparten oder zum So-Verkaufen. Im Moment sind die alle so online. Und wenn sie dann gar nicht gehen, werde ich sie ausparten. Zum Beispiel das City-Raum-Mondlandefähren-Set oder wie man dem sagen möchte, wäre eigentlich zum Ausparten. Aber ich habe noch so viele Projekte im Moment, dass das nicht eilt. Dann haben wir hier Ninjago und Minecraft Marvel Polybeutel. Hier in dem Regal wirklich alles mehr oder weniger ausgeschrieben oder nahezu bereit zum Ausschreiben. Dann haben wir hier Fladex Dark Fortress ist online. Hier drinnen haben wir ein Technikset. Das ist der mobile Kran oder wie der heißt. Der hat schon einige Gebote drauf. Also der wird sicher weg sein bei der nächsten Room Tour. Dann kommen wir hier zu den Stanley-Kästen. Die Stanley-Kästen, meine Neuwarenabteilung. Also ihr seht, wirklich sehr akkurat geteilt. Aldi und Lidl-Kästen sind Gebrauchtwaren. Stanley-Kästen im Moment alles Neuwaren. Und ihr seht, Neuwaren im Moment noch weniger als Gebrauchtwaren. Hier aber auch bin ich immer mehr und mehr am Aufstocken. Also auch da bald alle Stanley-Kästen voll. Und dann werde ich hier das wegräumen. Das ist eigentlich alles noch Lego zum Sortieren für den Gebraucht, für die Gebrauchtseite. Aber hier hätten dann noch ein paar Stanleys Platz. Jetzt kommen wir langsam aber sicher zu dem Shame-Bereich, also das nicht ganz so aufgeräumte, wobei heute ich extra aufgeräumt habe, auch vorne endlich wieder mal wirklich ein bisschen Ordnung geschaffen. Muss auch mal sein, bisher hat es mich immer angegurkt. Und cool, dass ich jetzt heute endlich die Muse gefunden habe für das Roomtour-Video, so dass ich ein wenig aufräumen konnte. Hier hinten alles Sachen, wo ich nicht genau weiß, was machen damit. Das sind alles so unsortierte, halb angefangene Kisten, halb angefangene, eingestaubte Sets. Irgendwelche Spiele, die nicht weggingen, noch ein Zurück in die Zukunft Adventskalender, verschiedenes Lego, das noch zum Sortieren wäre.
Hier unten noch ein paar private Projekte von mir von früher und halt diverses. Hier hinten haben wir noch den Arox und nochmal einen mobilen Kran. Dann gibt es noch ein Flugzeug von Lego Technik. Und hier kommen wir zu meiner Fotobox. Hier mache ich meine Fotos in dieser Fotobox. Alles hier unten auf der rechten Seite ist im Moment zum Fotografieren bereit. Hier auf der linken Seite noch zum Auseinandernehmen, Kontrollieren und neu aufbauen. Dann haben wir hier zum Beispiel noch die Modelleisenbahn. Die ist jetzt auch schon auf Ricardo, hat auch schon die ersten Gebote. Dann der 8880. Der ist zum Auseinandernehmen. Jetzt einen kurzen Break, damit ihr nicht ganz alles seht, was hier noch im Lager steht, da auch noch private Sachen da sind. Und dann komme ich nochmal. Ja, nein, gehen wir zuerst noch von hier einfach mal so in der Nahaufnahme zu meiner Sortierstation vom letzten großen Gebrauchtwaren-Deal. Das ist hier meine Sortierstation, die ich aufgebaut habe. Hier sortiere ich ab und zu ein paar Sachen, wenn ich ein wenig Zeit habe. Nun der kleine Break. Bis gleich. Zack, da bin ich wieder. Hier sehen wir noch eine komplette Reihe mit Sets, die auf Bricklink sind, die ich in meiner Wants-List habe, wo mir ein paar Teile fehlen. Und das sind doch einige Sets. Also wir haben hier einen Aerial Recovery, dann haben wir einen Deep Sea Predator, ein X-Wing, Star Wars X-Wing, Cargo Truck und dann ältere Technik-Sachen wie diesen Bagger. Das ist das große Control Center. Ich bin aber nicht sicher, ob das noch läuft. Hier einiges vom Control Center über verschiedene Friends-Set. Hier noch einmal Friends. Noch einmal Friends zu einem King Siege Tower, ein Technik Offroad Modell und ein Ferrari. So, das war ungefähr mein Lager, so im Großen und Ganzen. Hier noch einmal ein Break und zack, da bin ich wieder. Genau, dass ihr mich auch noch einmal schnell seht. Hier also eine Rundumsicht noch einmal vor der Verabschiedung von meinem Lager. Das hier hinten sicher die coolste Wand. Übrigens habe ich heute die Minifiguren-Vitrine wieder aufgestellt. Die war bisher weg, weil ich die umgetauscht habe, weil die Lichter nicht funktioniert haben. Jetzt steht sie auch dank dieser Roomtour wieder. Ich hoffe, euch hat die Roomtour gefallen. Wenn ihr wieder mal eine Roomtour sehen wollt, nach einer Veränderung, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann bekomme ich auch wieder mal die Gelegenheit zum Aufräumen. Und ansonsten gerne Tipps, was man hier noch verbessern könnte. Wenn ihr irgendein Set kennt, das unbedingt noch in das Regal muss oder auch sonst ein paar Verbesserungsvorschläge habt, unten in die Kommentare reinschreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche. Bis zur nächsten Wochenrückschau. Tschüss zusammen.